Hi Leute, es ist endlich soweit. Wir haben die Release-Zeit, also nicht nur den Tag, sondern auch die Zeit für den Early Access von Suicide Squad Kill Justice League und auch den normalen Release. Aber on top haben wir noch einen Trailer bekommen, was in der Deluxe-Edition drin ist. Das werden wir uns gleich auch noch angucken. Und last but not least habe ich heute für euch nochmal die gesammelten Cosmetics dabei, die wir bisher zu den einzelnen Helden sehen konnten. Das heißt, wir werden uns das auch nochmal kurz angucken, womit ihr rechnen könnt im Laufe der Zeit, dass das irgendwann mal verfügbar wird. Ein Teil von diesen Cosmetics oder zumindest von manchen weiß ich, dass sie kostenlos im Spiel sein werden. Die Info werde ich euch auch noch mit dazu geben. Schön, dass ihr bereit seid. Ich hoffe es doch zumindest. Steigen wir ein und gucken uns erstmal hier an, was gemeint ist. Global Launch Times. Also hier haben wir einfach mal die Zeiten, wann das Spiel normalerweise releasen wird. Hier wurde mit einem Sternchen, denke ich, das ist meine Annahme, wurde nochmal klargestellt, dass es sich hier um die Mitternacht vom 1. auf den 2. Februar handelt und nicht vom 2. auf den 3. Also gehe ich jetzt aber hier davon aus, dass sie nicht Mitternacht meinen, jetzt auch für uns, sondern dass sie wirklich den 1. Februar 9 p.m. Pacific Time meinen. Und wenn sie das so meinen, dann geht es offiziell los mit der normalen Edition am 2. Februar um 6 Uhr morgens, beziehungsweise ab 6 Uhr morgens für PlayStation 5 und Xbox Series XS. Wenn ihr auf Steam unterwegs seid, also mit dem PC, spielt auf dem Epic Games Store, wird es ja erst einen Monat später erscheinen. Das mal nur für alle, die gerne Epic Games nutzen, um Spiele zu zocken. Für Steam, also PC, wird es später sein. Also wir kommen noch nicht um 6 Uhr morgens in den Genuss, sondern erst am Abend um 19 Uhr bzw. ab 19 Uhr am 2. Februar. Bei dem Early Access, also wer die Deluxe Edition vorbestellt, wo wir uns gleich noch die Inhalte zu reinziehen werden, dann geht es natürlich früher los, aber das Schema ist das gleiche. Das bedeutet, am 30. Januar ist ein Dienstag, wenn ich es recht im Kopf habe. Da geht es los für uns ab 6 Uhr morgens am Dienstag, 30. Oder wenn ihr auf Steam unterwegs seid, eben am 30. ab 19 Uhr abends. Und so ist meine Annahme der Sache, wie sie das hier gemeint haben. So richtig klargestellt wurde es eigentlich noch nirgendwo, aber ich gehe davon aus, dass das schon stimmt. Ansonsten, falls mittlerweile irgendwelche neuen Meldungen rausgekommen sind oder irgendwelche Korrekturen stattgefunden haben, lasst es gerne alle in den Kommentaren unten wissen und mich natürlich gerne auch, aber das ist mein aktueller Wissensstand von der Sache. Jetzt nehmen wir uns noch kurz Zeit, eine Minute, und ziehen uns rein, was in der Deluxe Edition drin ist, denn da war ja manches nicht so ganz klar erstmal so auf diesem Plakat, sag ich mal. Jetzt sehen wir aber, was da für Items wirklich drin sind. Let's go! Die Outfits. Black Mask Waffen. Kleine Deko-Puppen. Jetzt. Hier sieht man nochmal schön, also das ist so eine Einfärbung, sag ich mal, für die ganzen Outfits, die ihr haben könnt im Spiel. Und dann seht ihr so aus. Ich finde das cool. Es sticht ein bisschen hervor. Ist ungewöhnlich. Und hier haben wir es einfach nochmal ganz in der Übersicht. Wenn man vorbestellt, ja, dann kriegt man den Early Access und man kriegt diese Classic Outfits, die ihr hier seht. Das hat man auch teilweise schon mal sehen können im Gameplay. Dann kriegt man aber jetzt durch die Deluxe Edition kriegt man diese Outfits, die jetzt präsentiert wurden dazu. Man kriegt 3 Black Mass Notorious Weapons, bedeutet aber nicht, dass man die nicht ganz normal im Spiel finden kann. Kann man. Also ist jetzt nicht das Problem. Das nächste ist ein Battle Pass Token, was bei der Deluxe Edition nur drin ist. Damit habt ihr die Möglichkeit, bei den ersten 4 Seasons, also innerhalb von den ersten 4 geplanten Seasons, diesen Battle Pass
Token zu benutzen, um euch bei einer dieser Seasons die Premium-Linie vom Battle Pass freizuschalten. Jede Season hat einen kostenlosen und einen Premium-Battle Pass und für den Premium-Battle Pass braucht ihr immer so ein Token, um den eben freizuschalten bei jeder einzelnen Season. Ist aber so, bei diesem Battle Pass allgemein kostenlos oder Premium sind beides mal nur kosmetische Inhalte drin. Keine Vorteile fürs Gameplay, nur kosmetische Sachen, sowohl kostenlos als auch bezahlt. Bei der Deluxe Edition hier nochmal die Puppen, die man sich an die Waffe hängen kann, ist es, finde ich, nicht so was Besonderes oder extrem hervorstechendes. Kann man machen, ist aber kaum sichtbar für die meisten, denke ich. Und dann halt eben diese Einfärbung für die Skins, die ihr haben könnt. Ich weiß nicht, ob man diese Skins dann auch so einfärben kann. Ich würde aber mal davon ausgehen, ja, weil wäre sonst komisch. Also ich glaube, mich erinnern zu können, dass man bei der Alpha die Outfits, die man so hatte, dass man die einfärben konnte. Warum sollte man dann das nicht anwenden können? Aber das sei es erstmal gesagt hier zu diesem Vorbesteller- und Deluxe-Edition-Paket, dass diese Black Mask Notorious Weapons drin sind. Vielleicht mag sich daran jemand stören. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich ein Problem ist. Man muss die Waffen, denke ich, dann mal, um sie auch langfristig im Game benutzen zu können, auch beim Crafting noch irgendwie mitpushen. So ein ähnliches Ding hatten wir bei Outriders auch. Da hat man auch am Anfang so Waffensets bekommen, aber die musste man, glaube ich, auch immer wieder pushen. Also kein besonderer Vorteil, denke ich. Dann last but not least gehen wir noch kurz auf die ganzen Cosmetics ein, die man sehen konnte in den letzten Gameplay-Sachen. Das wurde von BatmanArkham.com zusammengeschnipselt. Deswegen gucken wir es uns mal an hier. Ja, also das ist alles, was für Boomerang zur Verfügung stehen könnte, früher oder später im Spiel. Dann haben wir das, was für King Shark gesichtet wurde. Hier haben wir, glaube ich, aber auch vieles, was so ein bisschen das gleiche Grundoutfit ist, nur anders eingefärbt oder mit anderen Effekten. Das hier, da kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen, dieses Outfit hier in der Mitte ist eins, was man kostenlos bekommen kann. Und mal allgemein gesagt zu den Cosmetics, falls euch das interessiert, einfach, wenn ihr zum Beispiel Riddler-Aufgaben erledigt und ich glaube, es sind auch andere Meilensteine erreicht im Spiel, dann bekommt ihr hier und da immer mal wieder kostenlose Cosmetics für eure Charaktere. Also nach 10 Stunden etwa Alpha-Spielen, wo ich es getestet habe, hatte ich zum Beispiel das hier einfach schon als Outfit dabei und ich konnte das ausrüsten. Ich glaube, es war sogar noch ein bisschen mehr irgendwelche anderen kleinen Gimmicks, die man auch noch kostenlos bekommen hatte. Das heißt, es ist nicht alles nur bezahlt, was man irgendwie mit Mikrotransaktionen kaufen muss. Es gibt auch kostenlose Dinge in-game und ich finde das gut. Dann haben wir hier auch noch mal einige Outfits, die man sehen konnte zu Harlequin und dann natürlich auch wieder diese Classic Outfits oder hier das von der Deluxe Edition, ja, aber wird auch wieder was Kostenloses mit dabei sein. Und dann haben wir hier last but not least und auch sehr cool, wie ich finde, von Deadshot hier auch ein paar Outfits. Und das ist das Classic Outfit und das ist das von der Deluxe Edition. Finde ich mega gelungen hier das Teil, ehrlich gesagt. Sieht Bombe aus. Welchen Charakter werdet ihr nehmen zum Start? Mit wem startet ihr? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Freut ihr euch auf den Release? Schreibt es unten rein. Macht den Hype Train, macht Party, teilt das Video. Let's go. Nächsten Dienstag, wir legen los und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wir sind im Stream unterwegs und da werden wir auf jeden Fall die Release Party feiern am Dienstagabend. Ich denke mal so ab 20 oder 21 Uhr. Bis dahin, macht es gut, Leute, und auf Wiedersehen.